Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Noppis Kochstunde. Und zurzeit backe ich so richtig viele Blechkuchen und da mache ich natürlich gerne auch mal einen Quarkstreuselkuchen. Für diesen Quarkstreuselkuchen mit Schokogeschmack machen wir uns gleich mal über die Butter her und schlagen sie cremig auf. Zu dieser Butter kommt noch Zucker hinein und diesen Zucker vermischen wir vorher mit Salz und Vanillezucker. Mehl brauchen wir natürlich auch noch und das vermischen wir mit Backpulver. Wir vermischen das Ganze etwas vor, damit es nachher etwas homogener verteilt ist. Dann wenden wir uns der Butter nochmal zu, die schlagen wir nochmal cremig auf und geben die Zuckermischung hinzu. Nach ein paar Minuten geben wir dann schrittweise die Eier hinzu. Das wären dann insgesamt 3 Eier für die Menge an Mehl. Denn aus dem Teig machen wir nachher noch die Streusel und deswegen haben wir einfach mehr Teig gemacht. So, da geht es jetzt mit Schokolade weiter, weil wir geben jetzt Kakaopulver hinzu und verrühren das Ganze gut durch. So, und diese Mehl-Kakao-Mischung geben wir jetzt zur anderen Schüssel hinzu, da wo die Butter und der Zucker und die Eier gut durchgerührt wurden. So, jetzt haben wir so lange das Ganze durchgerührt, bis sich der Teig zusammenfindet, sprich sich größere Streusel bilden. Aber wir warten noch, bis ein ganzer Teig entsteht, weil wir wollen jetzt den Teig trennen. Einmal den Teig für den Boden und einmal nachher den Teig für die Streusel, die oben drauf kommen. Von dem einen Teil machen wir eine Teigkugel, geben die in Folie und geben die in den Kühlschrank. Die andere decken wir einfach ab für später. Daraus werden ja die Streusel. Um nachher den Kuchen besser aus dem Kuchenblech zu bekommen, gebe ich Backpapier auf das Blech drauf. Das war am Sonntag, wenn mein Vater auch noch Kuchen hat. Oh, Scheiße. Als nächstes wenden wir uns jetzt dem Boden zu und für den Boden bemehlen wir die Arbeitsfläche. Dort rollen wir den Teig aus. Aber manchmal läuft das Ganze nicht so, wie man will. Ich hätte einfach noch ein bisschen Milch in den Teig geben müssen. Oder 1 bis 2 Eier. So gebe ich jetzt dann bröckelsweise den Teig auf das Blech drauf. Wichtig ist dabei einfach, dass man nicht aufgibt, weil später wird der Kuchen super aussehen und super schmecken. Also wir jammern jetzt nicht rum und kümmern uns um die Füllung. Und für die Füllung pressen wir eine halbe Zitrone aus. Und mischen Zucker mit Vanillezucker. Weiter geht's dann wieder mit Butter. Da geben wir 250 Gramm in eine Schüssel und die schlagen wir cremig auf. In die cremige Butter geben wir dann die Zuckermischung hinzu und rühren weiter kräftig durch. So, wenn jetzt alles schön homogen ist, dann geben wir schrittweise die Eier hinzu und rühren jedes Mal dazwischen richtig kräftig für eine Minute durch. Dann geht es auch schon weiter. Da geben wir den Zitronensaft hinzu, Vanille Puddingpulver, Frischkäse und Quark. Dann rühren wir das Ganze kurz durch und dann geben wir die zweite Hälfte von Quark hinzu und rühren wieder kräftig durch.
Wer möchte, kann natürlich alles zusammen in die Schüssel reingeben und dann durchrühren, aber ich gebe den Quark in 2 Schritten hinzu. Das ist für mich einfach besser. Ich habe dann einfach das Gefühl, das Ganze ist homogener. Und apropos homogen, wir geben diese homogene Füllung nun auf den Boden drauf, auf den Teig, der ja auf dem Backblech drauf ist. Natürlich verteilen wir das Ganze schön gleichmäßig. Und auf diese gleichmäßige Oberfläche geben wir dann die Streuseln drauf. Dann nehmen wir den anderen Teil vom Teig her und bröseln den auf die Füllung drauf. Natürlich gilt es jetzt auch hier alles schön gleichmäßig zu verteilen. Den Ofen haben wir schon vorgeheizt auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Und diese Temperatur lassen wir für 4 bis 5 Minuten eingestellt und dann schalten wir runter auf 145 Grad Ober- und Unterhitze. Und bei der Temperatur backen wir den Kuchen nochmal für 60 Minuten. So, dann schalte ich danach den Ofen aus und öffne den Ofen für einen Spalt weit für 10 bis 15 Minuten. Und erst dann kommt der Kuchen aus dem Ofen heraus und kann komplett abkühlen. Und er sieht super aus. Richtig schöner Kontrast von der hellen Füllung zu den dunklen Schokoladenstreuseln. So stelle ich mir diesen Kuchen vor. Super. Das Schöne an dem Kuchen ist auch, dass man ihn noch lauwarm anschneiden kann, weil er so schön gut zusammenhält. Okay, meine Lieben, aber wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge. Und ich hoffe, ihr backt diesen Kuchen mal nach und berichtet mir, wie er geworden ist. Das täte mich tierisch freuen und ich wäre euch richtig dankbar, ein bisschen Feedback zu bekommen, wie es denn geschmeckt hat. Ich würde mich auch richtig freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Also tschüss, meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball. Wir sehen uns beim nächsten Mal.